Seid ihr bereit, die finale Mission von Payday 3 auf der höchsten Schwierigkeit Overkill zu spielen? Dann seid ihr hier richtig beim Penthouse. Wir haben diese Mission bereits einmal gespielt, deswegen weiß ich so ein bisschen, wie man sie spielen muss. Allerdings auf einer geringeren Schwierigkeit. Das heißt, heute können wir die Kameras nicht zerstören und es wird eine leitende Wache geben, die wir nicht töten können. Insgesamt dürfen wir nur 2 Wachen töten, ohne dass Alarm ausgelöst wird. Und wir wollen das Ganze heute wieder stealthen. Das bedeutet, wir wollen nicht entdeckt werden. Wir wollen nicht, oh Gott, dass hier der Alarm ausgelöst wird. Oh mein Gott, das war ja schon mal ein harter Beginn. Wir haben den Skill, dass wir 2 Kameras hacken können. Oh Gott, das war die Schlüsselkarte. Und rechts war noch jemand. Ich dachte gerade, wenn der geht, dann sind wir eigentlich sicher, wenn die Kameras auch nicht schauen. Aber da rechts war noch jemand. Oh mein Gott. Ich markiere euch Süßen mal, damit ich weiß, wo er lang geht. Und er hat sogar Bock auf uns. Okay, wir haben jetzt schon mal eine Keycard. Die blaue Keycard sehen wir unten links. Und hier brauchen wir die rote für. Da hinten ist noch eine Wache. Da müssen wir uns beeilen. Okay, gut, 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 gut. Und hier haben wir eine Zivilistin und auch eine Guard. Mit etwas Glück können wir sie mitnehmen, ohne dass er es mitbekommt. Ja. Dann können wir das nämlich hier alles ein bisschen mehr entschlacken und ein paar Zivilisten rausholen. Ich weiß nämlich noch, dass hier das Badezimmer ist vom letzten Mal. Und hier werden wir höchstwahrscheinlich keine Wache drin haben. Es sei denn, die muss ich übergeben oder sonst irgendwas. Das wissen wir natürlich nicht. Ja, jetzt wäre natürlich gut zu wissen, wie er hier läuft. Letztes Mal ist hier nämlich keiner lang gelaufen, aber wir sehen jetzt schon auf den ersten Blick deutlich mehr Guards unterwegs. Aber klar, wir spielen noch auf Overkill. Das soll nicht einfach sein. Und dann geht er da wieder raus. Okay. Gut zu wissen. Wie sieht es hier so aus? Hier ist niemand. Da hinten ist die blaue Keycard. Gott, Hilfe! Und das ist die leitende Wache. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, dass hier die leitende Wache ist. Die Wache, die wir nicht töten dürfen, dass die um die Ecke kommt. Okay, wir haben gesehen, wo wir die blaue Keycard ranhalten müssen. Ich glaube, das war der Sicherheitsraum das letzte Mal. Also der Raum, wo eine Wache steht, die wir umbringen können, um die Kameras zu deaktivieren. Das wäre natürlich gerade für den Beginn ziemlich wertvoll, wenn wir jetzt hier sagen würden, hey, wir können von vornherein die Kameras rausnehmen. Denn wir haben genügend Wachen hier schon, die uns schon genügend Probleme bereiten. Dann ist es natürlich umso cooler, wenn wir die Kameras andersweitig rausnehmen könnten. Wir machen wieder denselben Start. Ich fand den eben richtig gut, nur dass wir sehr überrascht wurden natürlich. Wobei, vielleicht holen wir uns hier erstmal die Keycard und dann hacken wir die Kamera. Weil ja hier rechts dann noch jemand kam. Das ist sogar noch besser. Der Anfang war wirklich gut, ein bisschen chaotisch, aber gut. Das heißt, wenn er hier gleich rumgeht und der andere hier auch lang geht, ja genau, perfekt, das Pattern ist dasselbe. Dann können wir wieder rumgehen und den Zivilisten einkassieren. Sehr gut. Rein und raus. Dann holen wir uns hier auf nicht direkten Wege die Zivilisten, sondern warten erstmal, bis der hier ankommt. Aber wir hätten die Zeit gehabt. Das ist jetzt natürlich ein anderes Timing. Okay, wir hätten die Zeit gehabt. Aber können ihn jetzt auch gern mal hacken. Dafür haben wir es ja. Und sie mitnehmen. Dann sind wir ganz sicher. Dann sind wir ganz sicher. So, wir wissen jetzt auch, wo er lang geht. Das heißt, wir müssen uns hier gar nicht länger aufhalten. Sondern könnten hier weitergehen. Denn wir wissen, die leitende Wache kommt da bald. Und
können, wenn er hier weggeht, ja meinetwegen hier drüben schon direkt hin. Ja. Und dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, diesen Kollegen auszuschalten und dann haben wir keine Kameras mehr. Das ist doch ein guter Start. Das ist doch ein wirklich guter Start. Bedeutet aber auch, Guard Nummer 1, die wir umbringen können, haben wir umgebracht. Und das wiederum bedeutet für uns, dass wir höchstwahrscheinlich noch einmal irgendwann Glück haben können, dass wir jemanden umbringen dürfen. Gut. Hier sind die Kameras. Wir haben auch Wachen, die vom unteren Bereich in den oberen Bereich hoch und runter gehen. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und da haben wir die leitende Wache. Oh mein Gott, ist das alles knapp manchmal. Da haben wir die leitende Wache. Okay, da müssen wir noch mal ein bisschen in die Kameras reinschauen. Da sind wir. Wo ist die leitende Wache jetzt? Da. Und wir sehen, der hat ein Handy am Popo. Und das wollen wir haben. Aber wie bekommen wir das? Das heißt, wir müssen in seinem Dunstkreis stehen und das hacken. Aber wie bekommen wir das denn hin? Das weiß ich noch nicht. Wir müssen mal ganz kurz seinen Laufweg uns anschauen. Weil hier sind ja immer Leute und da steht er auch nur ganz kurz. Wir wissen ja, er kommt da hinten wieder hoch irgendwann. Das bedeutet für mich, wir hauen da mal eine Kamera ran und verstecken uns hier hinter. So. Aber so, dass der, der hier rein und raus geht, uns nicht sieht. Genau, dann haben wir hier im Treppenhaus eine Kamera. Das heißt, wir sehen, wenn er hier hochkommt. Sehen es auch frühzeitig. Ich glaube, das kann auch später ganz gut für uns sein. Dann müssen wir einfach nochmal ganz kurz warten, bis er hier nochmal eine Runde läuft. Vielleicht können wir ihn dann hier irgendwo abfangen und dann sein Funkgerät hacken, um ein bisschen Zeit rauszustehlen. Das wird alles ganz schrecklich. Jetzt weiß ich nicht, wo die Wache hier ist und wann sie rumkommt. In der Theorie könnten wir auch von der anderen Seite das machen. Aber da ist natürlich die andere Wache, die uns Probleme bereitet. Okay, wir warten mal ganz kurz ab, bis hier die leitende Wache kommt. Und für euch gibt es hier einmal einen kurzen Cut. Da ist sie, meine Freunde. Und wo gehst du lang? Kommen wir da an dein Popo ran, ist die Frage. Vielleicht, wenn wir dein Funkgerät hacken. Hui. Das war knapp. Ob das gereicht hat? Wahrscheinlich hätten wir ein bisschen früher das Ganze machen müssen. Da hätte ich natürlich das Wissen gebraucht, dass er hier hinkommt, sich dahin stellt, dass wir dann Probleme haben, weil er nicht richtig steht. Könnte jetzt eine ganz knappe Angelegenheit werden, wann er weiterläuft. Wenn er gleich weiterläuft, könnten wir versuchen, die Tür aufzumachen, um ihn nochmal kurz zu blocken. Nee, hat sogar funktioniert. Okay, Wahnsinn. Wahnsinn, dass das funktioniert hat. Jetzt geht er auch erst weiter. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet. Jetzt können wir das hier aktivieren. Und jetzt haben wir Böppels, auf denen wir stehen müssen. Und das wird nicht einfach. Der guckt auch in diese Richtung. Okay. Müssen wir geduldig sein? Das wird noch was, wenn wir unten später den
den Typen hier hochbringen müssen. Das wird noch richtig spannend. Wahrscheinlich, oh Gott. Finde ich schon so, dass es jetzt nicht schon super spannend ist, weil so viele Guards hier unterwegs sind. Wieso war die Tür gerade offen? Wer war das? So. Schön geduldig sein. Und dann im richtigen Augenblick zuschlagen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Guard kommt jetzt. Wir können uns in Sicherheit begeben. Alles entspannt. Oh Gott! Habe ich gesagt, dass alles entspannt ist? Ich glaube, man kann diese Map auch als Zivilist machen. Da bräuchte man aber einen Vorteil für. Denn ich kenne nur den Einstieg über den Vent, den wir jetzt eher auch genommen haben. Ich kenne keinen anderen Einstieg. Aber es müsste, glaube ich, auch was geben, dass man das hier auch ohne Maske machen kann, mit einem Vorteil. Das fände ich auch nochmal interessant. Stelle ich mir auch einfacher vor, ehrlich gesagt. Das ist nicht gut. Heieiei. Jetzt geht ihr aber weiter. Der hat schon wieder so komische Patterns. Und macht nicht immer vorhersehbare Dinge. Gut, dass wir jetzt hier unterwegs sind. Und hier den Zivilisten weggenommen haben. Das ist schon mal viel wert. Okay, wir gehen hier wieder rein. Puh. Unten haben wir noch Heckdinge. Darauf würde ich, wenn möglich, gerne verzichten, ehrlich gesagt. Guard. It's a guard. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo diese Guard ist. Die hier manchmal reinkommt. Da unten ist die leitende Wache. Wir schauen mal. Sieht ganz gut aus gerade. Rote Keycard haben wir noch nicht. Okay. Wir kommen ganz gut voran, aber es ist echt spannend. Und es macht mich immer noch fertig, dass man einfach nicht speichern kann. Also klar, Payday halt, aber in so einem Splinter Cell kann man ja auch mal speichern. So, das Problem ist, er ist jetzt hier rechts lang gegangen und würde uns jetzt in den Rücken fallen. Sehr gut. Hi, 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 hi. Hui. sehe ich das richtig, dass wir runter müssen? Haben wir nur noch unten Sachen? Ach, das ist doch asozial. Das ist doch hardcore asozial. Warum geht ihr zu zweit lang? Watch the guard. Hui. Oh Mann, ich will nicht. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ja, wann können wir runter?
die leitende Wache kommt ja manchmal hoch. Also im besten Fall, wenn die leitende Wache hochgekommen ist. Ich denke mal, da hat man den besten Zeitraum. Das ist unter uns. Das ist unter uns. Das ist auch unter uns. Können auch sicherlich runterspringen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist die leitende Wache. Wir versuchen mal runterzuspringen. Ich hoffe, dass wir nicht genügend Fallschaden bekommen. Oder halt, wenn die leitende Wache weg ist. Weil es ist halt direkt hier drunter. Aber wenn ich das zerschieße, das Glas, dann sieht er das, glaube ich. Ich glaube, dann sieht er das. Also ist das eigentlich keine Möglichkeit. Heilige Mutter Maria. Wie soll ich denn an dir vorbeikommen? Ach du Heilige, nein! Keep still. Runter, runter mit euch. Hui. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nur, dass wir genial sind. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Und ich weiß nicht, wie mein Herz das gerade überlebt. Ich habe so ein Pulsmesser. Weil wir manchmal auch Horror spielen. Ganz selten, weil ich das echt nicht mag. Den müsste ich eigentlich anlegen bei Payday 3. Oh, das ist gefährlich. Denn das ist ein... Watch the guard. Das ist eine Sackgasse da hinten. Aber wenn die Guard hier weggeht, dann haben wir vielleicht eine Chance. Gut ist auch, dass wir jetzt Gift haben. Das haben wir hier gefunden. Das müssen wir später in den Whisky reinkippen. Boah, ich habe keine Ahnung, wie wir das alles machen sollen. Oh Gott. It's a guard. Watch the guard. Ihr seid stehen, ne? Ja. Fein macht ihr das. Ja, ganz toll macht ihr das. Ja, ganz toll macht ihr das. Und jetzt geht der hier rein. Wie asozial ist das denn? Und das ist die leitende Wache. Hier gibt's nichts zu sehen, Leiten. Nein. Oh mein Gott, ich hasse alles. Ich hasse alles. Es lief doch echt gar nicht so schlecht. Es lief doch echt gar nicht so schlecht. QR-Code scannen. Look around for the key card. It should be somewhere in the filing room. Okay. Das ist echt blöd gelaufen jetzt. There we go. Ich hätte mir gewünscht, dass das besser läuft. Wir gucken uns das jetzt natürlich bis zum Ende noch mal kurz an. Ah, die leitende Wache hat hier tatsächlich noch keinen Alarm ausgelöst. Was ist denn da los? Weil sie hat ja unendliche Funksprüche. Eigentlich müsste ja der zweite Funkspruch jetzt zum Alarm führen. Das ist so ärgerlich gewesen. Oder weil wir auf den ersten Funkspruch nicht geantwortet haben, ist nur... Vielleicht ist dadurch nur der... Nee, doch, da kommt der nächste. Ja, guck mal. Jetzt kommt der Alarm. Okay, ich war gerade schon verwirrt.
Weil eigentlich hätte das nicht genauso sein müssen. Es dauert halt nur Ewigkeiten. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Dann müssen wir es nochmal machen. Und da es so spannend war, ihr wisst ja, eigentlich kriegt ihr ordentlich Cuts bei mir und Zeitraffer und so. Aber weil das so eine spannende Sache war und ihr sicherlich auch Spaß daran habt und es interessant findet, wie hier der Lernprozess ist, würde ich euch nochmal mitnehmen. Wenn wir das jetzt 10 Mal wiederholen müssen, werde ich euch nicht immer mitnehmen. Aber ich mache heute ausnahmsweise mal keinen Cut rein, weil ich das richtig, richtig spannend finde gerade. Und ich glaube, da können wir alle Spaß dran haben. Und deswegen machen wir das. Also, wir setzen hier die Maske auf, gehen hier rein. Dann gehen wir hier runter, geradeaus durch, machen den Vent auf, lassen uns nicht erwischen, indem wir sofort runterdroppen. Warten ab, bis er vorbei ist. Damit wir dann die Kamera hacken können. Die hacken wir. Gehen hier rüber, holen uns ganz schnell die Keycard, gehen zurück, hacken diese Kamera hier drüben, verstecken uns und dann lassen wir hier die Leute mal vorbeirennen. Okay, das war schon mal ein guter Start. Ich glaube, der Start ist wirklich gut. Da kommt die zweite Guard. Pest hier vorbei, das heißt, du drehst dich um. Unsere Möglichkeit, hier reinzugehen und sie jetzt sofort mitzunehmen. Denn die Guard braucht noch ein bisschen, bis sie da um die Ecke kommt. Sehr schön. Du kommst hier rein. Fesseln dich. Mach ein paar Fesselspiele. Da ist eine Guard, da ist eine Guard. Er ist es erst. Okay, das dauert ja Ewigkeiten. Ich glaube, die leitende Wache kommt gleich schon hoch. Ich glaube, die kommt gleich schon hoch. Wir warten mal hier auf sie. Sollte nicht allzu lange dauern. Und wenn sie hochkommt, dann machen wir das wieder mit dem Funkspruch. Und holen uns dann den Code, können das da hinten aktivieren, können unten auch in den anderen Raum rein. Wir wissen, wenn wir es gut timen, können wir beide Zivilisten unten einsperren. Das sollten wir auch wieder tun in den Giftraum. Allerdings sollten wir uns dann nicht im Giftraum verstecken, weil dann natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass wenn wir die Tür aufmachen, um mal rauszuluschern, dass die Zivilisten, dass die Geiseln dann gesehen werden. Das ist ja eben passiert. Das war ja eben unser Fehler, wenn man so möchte. Leitende Wache, hast du noch Bock zu kommen, oder? Ja. Sehr schön. Dann hacken wir dein Funkgerät. Gehen rum. Und dann haben wir das gehackt. Wenn sie dann weg ist gleich, dann gehen wir hinten hin, töten den Kameramann. Das ist unser erster, den wir töten dürfen. Wir haben die blaue Keycard dafür. Ja, das läuft soweit ganz gut. So, mein Freund. Dich haben wir gehackt. Also der Anfang läuft schon mal gut. Da haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Weg gefunden für uns. Es ist ein Guard. Und hier stehen einfach 3 Leute. Natürlich stehen hier 3 Leute. 4 Leute, natürlich. Natürlich 4 Leute. Ich habe auch gar nichts anderes erwartet. So, dann gehen wir hier ran. Und wenn wir gleich noch die Möglichkeit haben, holen wir uns den Kameramann. Und die Möglichkeit haben wir. Sehr schön.
Und da wir gerade hier auch Zeit haben, hier ein gutes Fenster haben, nehmen wir das natürlich auch nochmal ganz kurz mit hier. Sehr schön. Und dann legen wir dich hier mal schlafen. Komm. Einmal richtig schön. Ah, ja, so. Und richtig schlafen. Gute Nacht, mein Freund. Wir antworten. Ja, tut mir leid. Ich habe gerade meine Hand in der Wand und ich bin irgendwie gegen das Funkgerät gekommen. Alles klar. Also, hier haben wir diesen Kollegen, der ein Problem darstellt. Und diesen Kollegen. Da ist auch noch einer. Aber er hier ist natürlich das größte Problem. Aber er könnte gleich rüberlaufen. Und die leitende Wache, die random irgendwann hier hochkommt, ist natürlich auch ein gigantisches Problem. Da müssen wir aber improvisieren, weil wir haben keine Kamera dieses Mal in diesem Run. Okay. Ich glaube, wir können, oder? Ja, sieht gut aus. Also können noch nicht, aber wir können kurz gucken zumindest. Das ist ja schon mal viel wert. Liegst du gut? Ja, du liegst gut. Guard. Übrigens, ich habe hier unsere Waffe ein bisschen geupgradet. Ihr seht ein bisschen rosa. Ihr seht einen kleineren Schalldämpfer. Ein anderes Visier. Es ist dieselbe Waffe, nur ein paar andere Modifikationen. Es ist halt auch echt gemein gemacht hier teilweise, muss man sagen. Ist teilweise auch echt gemein gemacht. So. Unsere Zeit zu scheinen. Deswegen ist auch gut, dass er hier weg ist. Sehr schön. Ich fände es immer noch cool, da das Glas zu zerschießen. Aber wirklich, wenn wir das machen würden, dann hätten wir wirklich das Problem, dass die Wache das merken würde. Und dann sind sie im Durchsuchungsmodus. Und bei so vielen Wachen, wie wir sie hier haben, wollen wir eigentlich nicht, dass sie in den Durchsuchungsmodus gehen. Das ist eigentlich keine Möglichkeit, ehrlich gesagt. Das ist natürlich maximal blöd, dass hier die Tür offen steht. Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Weitermachen. Weiter, 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 immer weiter. Aber es sind noch ein paar, die wir hacken müssen. Das ist nicht mit einem gemacht, oder? Hatten wir den vorhin auch schon? Bin mir unsicher. Heiliger Bimbam. Ich weiß nicht, wer mich hier fast gesehen hat. Ja. Boah, den habe ich nicht gesehen. Und jetzt ist er natürlich ein Problem. Huiuiuiuiui. There's a god. Souverän war das natürlich. Boah, das ist echt ein Krimi. Das ist echt ein Krimi hier. Ist auch die finale Mission. Da erwartet man natürlich auch kein Kinkerlitzchen. Muss natürlich auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Problematisch ist, hier kann jemand rauskommen aus dieser Tür.
Und ich habe keinen Überblick, wann sie da rauskommt. Wobei doch, das ist die, die da hinten steht, glaube ich. Ich glaube, das ist die, die da hinten steht. Also wir hätten eigentlich noch Zeit gehabt, aber er kommt ja auch zurück. Mein Gott. Er hat aber auch Augen. Der hat aber auch Augen. Das ist nicht gut. Gott. Die leidende Wache. Ich kann von hier leider nicht hacken. Sonst hätte ich gehackt, um dort erstmal reinzukommen, um erstmal näher zu kommen. Jetzt sind wir hier wieder gesperrt, eingesperrt sogar. Und der Tonus war eigentlich so perfekt, als die leitende Wache weg ist. Aber... wir können das vielleicht trotzdem machen. Ist gefährlich, aber irgendwie müssen wir ja runter. Du musst hier weg, mein Freund. Oh mein Gott. Oh, just managed to pour coffee all over the radio. I'm all right though. Das könnte noch später ein Problem werden, wenn wir hier den Whisky vergiften und der Typ hier reingeht. Is it God? Aber ich wüsste auch gerade nicht, wie ich hätte anders reagieren müssen. Oh Mann, das ist jetzt leider schlechter gelaufen als davor. Schade. There's a god. Aber wir können das hier nicht machen. On your knees. Ohne ein paar Risiken einzugehen. So. Jetzt sind wir im Durchsuchungsmodus. Das ist nicht gut. Aber das ist die einzige Chance, das Ganze hier noch zu retten. Oh mein Gott. Okay, Durchsuchungsmodus. Und die sind ins... Ja. Die sind oben reingegangen, wahrscheinlich in die Toilette. Das heißt, Durchsuchungsmodus dürfen wir auch gar nicht erreichen. Denn der Durchsuchungsmodus führt dazu, dass die dann auch ins Badezimmer und so gehen. Also, was ich nochmal ausprobieren möchte, also man kann ja durchaus, ich glaube halt nur, dass das Problem ist, man kann ja durchaus hier das zerschießen und dann hier raus. Ja, man nimmt nur ein bisschen Schaden. Ich glaube, dass das Hauptproblem dabei ist, dass sie dann das Glas da oben sehen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich würde ganz gern noch mal eine Runde aufnehmen, wo wir ein paar Sachen ausprobieren. Wo wir einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Und da gehört dann wahrscheinlich auch dazu, was sagt der, wenn das Glas zerstört ist. Wird dadurch die Suche ausgelöst? Denn wenn dadurch die Suche ausgelöst wird, dann können wir das eigentlich nicht bringen. Dann können wir das eigentlich nicht machen. Okay. Was ich auch gerne mal schauen möchte, wäre, wie der straighte Eingang hier vorne wäre. Da das jetzt nicht unser richtiger Run ist, sondern Ausprobier-Run, würde ich das gerne mal ausprobieren, mein Freund.
So. Ja, alles gut. Alles gut. Ich bin hier im Treppenhaus und hier hat jemand die Treppen gemacht. Das muss ich jetzt alles sauber machen. Das dauert ganz schön lange auch. Okay, der Einstieg ist ja richtig dumm. Viel zu viele Kameras. Und jetzt am Anfang die blaue Keycard zu haben, ist halt schon ziemlich wertvoll. According to our intel, the encryption key is stored on a hard drive locked away in a vault. Ah, und hier wäre die Toilette. Ich verstehe. Mhm. Ah, okay, ich verstehe, wo wir sind. Civilian. So, ihr geht mal runter, ihr geht runter, ihr geht runter. Hast du ein Problem mit? Klar. Na, jetzt haben wir leider nicht gesehen, ob die wegen sonst was, was wir gemacht haben, durchgedreht sind oder durch die kaputten Scheiben. Das würde ich gern nochmal ausprobieren, weil ich glaube, wenn wir die Scheibe dort oben kaputt schlagen, dass wir dann wirklich viel, viel besser runterkommen als über die Treppen da und dann können wir auch, glaube ich, um die Zivilisten besser rumschleichen oder besser herausfinden, wann wir die Zivilisten mitnehmen können. Aus diesem Grund müssen wir das echt einmal rausfinden. Was sagen die Wachen zu kaputten Scheiben? Ich glaube, das hatte denen nicht gefallen, als wir schmutziger Schmuck gespielt haben. Und da sehen wir, dort unten haben die Leute Probleme damit und es wird eine Suche ausgelöst direkt. Okay. Das heißt, wenn wir das machen wollen, müssten wir die Wache, die das bewacht, töten. Dann hätten wir aber bereits zwei Wachen, die wir getötet haben. Danach dürften wir keine mehr töten. Vielleicht sollten wir es trotzdem mal ausprobieren. Die Wache, die dort steht, umbringen. Ein Fenster, die von keiner anderen Wache gesehen wird. Dann entsprechend... zerstören. Ja, das sollten wir tun. Einfach mal ausprobieren. Weil ich habe ja gerade sowieso eine gewisse Blockade, wo wir nicht weiterkommen. Weil vieles, was wir machen gerade, so auf gut Glück ist. Und ich nicht so den richtigen Zugang habe, dass wir das so hinbekommen. Hui, das war ein bisschen knapp. Weil ich gerade die Blockade habe, dass wir es nicht so hinbekommen, dass wir wirklich die Kontrolle behalten. Wann ist wo die leitende Wache zum Beispiel? So, mein Freund. Es ist dein Moment, jetzt umzudrehen. Oder haben wir dich jetzt aus deinem Turnus rausgebracht, was nicht gut wäre? Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen rausgebracht. Ich hoffe, es reicht trotzdem. Ja, aber die Wache da hinten ist weiterhin jetzt ein Problem. Weil die jetzt hier kommt. Alles gut, mein Freund. Dich wollten wir eh töten. Wir dürfen jetzt nur nicht gesehen werden dabei. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich muss pushen one of these bloody buttons by accident. Won't happen again, probably. Okay. Dich nehmen wir als erstes mit, weil du könntest abhauen. Die Leiche wird nicht mehr abhauen. Und dann sollte der hier drum läuft, der sollte jetzt eigentlich weg sein. Es könnte allerdings sein, dass es nicht einer war, der hier rumläuft, sondern mehrere verschiedene. Könnte durchaus sein. Dann haben wir eh verloren, dann funktioniert die ganze Strategie nicht. Deswegen sollten wir das so früh wie möglich ausprobieren. Und zerstören hier auch schon mal die Fenster entsprechend.
Aber ich glaube, dass wir hier viele Vorteile haben, wenn wir hier runter können. Das wird einiges vereinfachen. So. Die Kammer brauchen wir. Hoi. Die leitende Wache. Das war nicht geplant. Wenn Geisel nehmen und hacken dieselbe Taste ist, dann passieren solche Probleme. Jetzt gibt es aber einen Cut für euch, das braucht ihr euch wirklich nicht nochmal anschauen bis dahin. Ich nehme euch gleich wieder mit zurück, wenn ich bei der leitenden Wache bin. So ihr Lieben, wir haben das Handy gehackt, wir haben hier alle WLAN-Sachen hier oben schon gemacht und wir haben natürlich auch die Kameras ausgeschaltet. Diese Wache, die hier lang gelaufen ist, haben wir getötet und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir hier das Fenster zerschießen können und das mal ausprobieren. Problematisch ist, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie die Wachen hier unten rumlaufen. Da fährt ein Boot, wie cool. Und aus diesem Grund müssen wir jetzt einfach mal springen. Und dann so schnell wie möglich dahinter laufen. Und da ist sogar die leitende Wache. Um uns hier mal zu verstecken und uns mal anzuschauen, wie wir gleich am besten reinkommen. Aber ich glaube, so könnten wir sogar die Zivilisten hier umgehen. Jedenfalls auf dem ersten Hinweg, auf dem initialen. Und das hat eigentlich funktioniert. Wir haben halt jetzt nur keine Wache mehr, die wir töten können. Okay, was war jetzt das Problem? Also das Problem war offenkundig, dass er uns gesehen hat, klar. Aber als wir hier waren, waren wir gar nicht mehr in seinem Sichtfeld und er hat schon angefunkt. Was war das Problem? Ich weiß es nicht. Hat er das kaputte Glas da oben gesehen? Ich bin mir jetzt unsicher, ob das geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Also natürlich, offenkundig war es jetzt ein Problem, dass es vom Timing her extrem schlecht war, dass die leitende Wache da war. Wir uns deshalb nicht so richtig verstecken konnten. Also wir müssen dort oben erstmal abwarten, beziehungsweise erstmal schauen, wo ist die leitende Wache und die muss gerade weg sein, wenn wir runterspringen. Klar. Aber ich weiß noch nicht so richtig, was sie da gesehen hat. Hat sie uns doch komplett entdeckt? Oder hat sie irgendwas anderes gesehen? Wir müssen das noch einmal ausprobieren, um hier wirklich eine gute Lösung zu finden oder eine Antwort zu finden. Und dafür bekommt ihr nochmal einen Cut, das braucht ihr wirklich nicht nochmal miterleben. Ich quäle mich hier für euch alleine durch. Lasst mir unbedingt ein Like da, wenn ihr das appreciated. So ihr Lieben, wir sind wieder am selben Punkt, allerdings habe ich schlechte Nachrichten für uns. Und zwar hat die leitende Wache tatsächlich das kaputte Fenster von außen gesehen. Das war also wirklich das Problem, was wir letztes Mal schon hatten. Und wir sind dadurch jetzt in den Durchsuchungsmodus gekommen. Noch waren die hier nicht drin und haben sich hier die Toilette angeschaut. Letztes Mal wurde aber irgendwas gefunden im Durchsuchungsmodus. Ich schätze mal, dass das hier erstmal nicht mehr gewonnen werden kann. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass die hier wirklich eifrig am Suchen sind und ich jetzt so gar keinen Zugriff mehr habe, hier runter zu springen und der ganze Plan, den wir hatten, eigentlich für die Katz ist, weil wir da nicht mehr runterkommen. Durch die Durchsuchung hat sich natürlich das gesamte Pattern der Wachen geändert und ich habe keine Ahnung mehr, wie wir jetzt vorgehen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal die Treppe runter. Ich denke mal, dass dieser Run eh für die Katz ist, dass wir das nicht mehr retten können. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wir probieren es natürlich aus, das ist klar. Und so haben wir tatsächlich jetzt das WLAN entsperrt. Also wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter, aber das wird nicht lange anhalten, weil wie gesagt, die sind jetzt auf der Suche, irgendwann werden sie auch in das Badezimmer gehen. Das wird nicht reichen, glaube ich. Das wird nicht reichen. Das Pattern hilft natürlich jetzt hier oben lang zu gehen.
Aber das wird unten umso schwerer werden. So, jetzt müssen wir hier irgendwie einen Schalter finden. Und wir wissen nicht, welcher das ist. Da ist der Schalter. Sehr gut. Ich finde auch sehr schön, wie es dann hier richtig nach Einbruch aussieht. Das gefällt mir. Und der Code besteht aus 3 Buchstaben. Wollen wir mal ausprobieren? Wir fangen mal mit dem geringsten an. 5567. Oh mein Gott! Nennt mich der Zahlengott. Ich wollte mal alles ausprobieren, aber dass das erste funktioniert, glaubt mir bitte, ich habe das nicht gewusst. Ich wusste das nicht. Das hätte ich doch nicht so offensichtlich gemacht. Gib mal dafür ein Like. Das ist ja großartig. Wie viele Möglichkeiten gibt es bei 4 Zahlen? 16, oder? Kann man bestimmt ausrechnen. Mit Stochastik. Aber ich weiß nicht, wie man es ausrechnet. Doch, müsste relativ einfach sein. An der ersten Stelle haben wir 4 Möglichkeiten. Oh, und die leitende Wache kommt dann hier rein. Ja, okay. An der ersten Stelle haben wir 4 Möglichkeiten, an der zweiten 3, an der dritten 2. Also 4 mal 3 mal 2. Das sind 24 Möglichkeiten, oder? Vier mal zwei mal drei, acht, 16, 24. Ich glaube, 24 Möglichkeiten. Ich kann mich aber auch vertan haben. Okay, wir machen das nochmal. Wissen nur, dass wir jetzt hier das hier tatsächlich nicht kaputt machen dürfen, weil das ist ein riesiges Problem. Damit wird dann die Suche ausgelöst. Okay. Für euch gibt es wieder einen Cut. Ich gebe euch heute wirklich den Service des Jahrtausends. Inklusive Nummernraten. Das ist ja der Wahnsinn. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, wir sind wieder beim letzten Böppel und wir holen uns den dieses Mal hier unten, denn ich habe herausgefunden, dass dieser Gang hier relativ schlecht bewacht wird. Also hier können wir durchaus rangehen und hier ist halt auch direkt die Toilette, wo wir sofort rein können, falls jetzt er sagt, wir wollen mal hier in diese Richtung gehen. Und jetzt sind wir schon wieder fertig mit diesem Kram und müssen wieder zum Tresor gehen. Das Problem bei diesem Run, den ich gerade renne, ist ganz eindeutig, dass die gesamten Muster der Wachen komplett anders sind. Und auch die Böppel, die ich hier suchen musste, jetzt der letzte war wieder gleich, waren auch in einer anderen Reihenfolge. Oh, das ist die leitende Wache, das ist nicht gut. Ihr wart dabei, als das Unmögliche geschehen ist. Natürlich geht die leitende Wache hier lang. Na klar. Hab nichts anderes erwartet. Das kann jetzt nur schrecklich werden. Ich habe schon wieder meinen Faden verloren. Also, das Pattern der Wachen hat sich geändert. Ah, ich hasse alles. Das Pattern der Wachen hat sich geändert. Und, ja, auch wo die Böppel sind, hat sich leider auch geändert. Puh, das wird wieder ein ordentlicher Ritt hier, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Wir sehen uns wieder. Dann ohne leitende Wache, die uns hier unten überrascht. Und dann kriegen wir das sicherlich hin, um mal in den Tresorraum zu kommen. Das schaffen wir. Ich bin mir sehr sicher. Wo stehst du denn, mein Freund? So, wir sind wieder soweit. Und ich weiß wieder nicht, wo die leitende Wache ist. Aber wir haben ja jetzt hier die Toilette und können tatsächlich so ein bisschen drauf achten, wo er ist. Da sind die ganzen Gäste. Und wir wollen jetzt natürlich auf den ersten Blick wieder zurück zum Tresorraum. Aber wenn wir hier unten gerade eh schon sind, könnten wir, wenn wir die leitende Wache im Blick haben sollten, könnten wir tatsächlich sagen, komm, wir holen uns schon mal das Gift, wir holen uns schon mal die rote Keycard
Das würde sich durchaus lohnen, wenn wir uns darum schon mal kümmern würden. Problematisch dabei ist hauptsächlich die leitende Wache, die wir gerade nicht im Blick haben und die ja tatsächlich, jetzt wenn wir das gehackt haben, ihre Route ändert. Das haben wir schon mitbekommen, leider. Schmerzhaft. Die geht unter anderem in den Tresorraum rein, die geht hier auf einmal auch lang. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber im Großen und Ganzen können wir hier wieder rumgehen und uns das mal einmal einverleiben. Wir müssen das ja so oder so später machen. Wir müssen so oder so später das Gift. Wir brauchen später die rote Keycard. Warum sich nicht jetzt darum kümmern? Das Problem ist, ich habe halt keine Ahnung, ob hier eine Wache ist. Nein. Dann geht mal runter auf den Boden. Sehr gut. Und rein. Komm. Ich fand das eigentlich cool. Es hat nur blöd geendet. Einst. Oh, mein Herz pumpt. Ach du Heilige. Was ich euch noch nicht gebeichtet habe. Eventuell dürfen wir keine Wache mehr töten. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso tue ich mich so schwer? Wieso tue ich mich so schwer? Okay, wenn die hier drin sind, wir dürfen hier nicht drin bleiben. Oder wir gehen mit denen bis hier hinten hin, aber das ist ja noch weiter. Das ist alles ganz, ganz schrecklich. Na gut. Für mich gibt's einen Neustart, für euch einen Cut. So, ihr Lieben, wir werden jetzt auf dem direkten Wege in das Schlafzimmer gehen. Das Problem ist, ich konnte leider nicht den Kameramann töten, denn ich habe zwei Wachen töten müssen. Das heißt, der Kameramann, er ist leider noch am Leben. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit, ja, 5-5. Hat sich der Code geändert? Ne, 5567. Das heißt, wir müssen mit dem Kameramann leider mit Leben. Bin so aufgeregt bei diesem Level. Das macht mich völlig fertig. Vor allem, weil ich weiß, dass jetzt schon wieder die leitende Wache hinter mir steht. Und es wird ihn doch wundern, wenn hier gleich alles offen steht, oder? Ich bin so aufgeregt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da sollte eine Wache in meiner Nähe sein. Alles klar, da ist sie schon. Die leitende Wache. Zum Glück juckt es sie nicht, dass hier alles offen ist. Ja, die geht wieder. Alles gut. Oh mein Gott, ihr Lieben. Das hier ist wirklich eine richtige Achterbahnfahrt. Also emotional ist es das schlimmste Level für mich. Aber wahre Kenner war, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad noch mal schlimmer. Aber mir fehlt hier so ein bisschen der Zugang im Sinne von, dass ich ganz genau weiß, wo ich entsprechend Feinde habe und so. Also ich habe hier nicht so richtig die Kontrollgewalt über das Level. Okay. Also, jetzt sollen wir zum Aktenraum. Sprich, zur roten Keycard. Das Gute ist, wir haben hier natürlich jetzt auch die beiden Wachen getötet, das hatte ich euch erzählt. Das wiederum führt dazu,
dass hier oben nicht mehr so viele Wachen rumstolzieren. Aber wir müssen die Kameras natürlich einzeln immer hacken. Das ist klar. Wenn wir noch eine Wache töten, dann kommen wir in die Durchsuchung rein und ich habe schon wieder keinen Plan, wo die blöde leitende Wache ist. Weil die ist diejenige, die mir immer einen Strich durch die Rechnung macht. Und da wir dich töten, kommen wir jetzt in die Durchsuchung rein. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir dürfen nicht antworten. Denn sonst wäre sofort Alarm gewesen. Jetzt wird die Suche ausgelöst. Und das ist nicht gut für uns. Weil jetzt natürlich auch das Pattern der ganzen Wachen nochmal anders ist. Ich fand das gar nicht so dumm, hier auf dem Boden was zu werfen. Runter mit euch, runter mit euch. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt hier auch reingehen in der Suche. Das könnte natürlich gut sein. Aber so haben wir jetzt hier schon mal das Gift. Wir können sie fesseln. Sehr gut. Und dann geht's weiter für uns. QR-Code scannen. Also ich glaube, es ist eigentlich vorbei, muss ich sagen, weil... Na, wo war die Keycard denn? Ich glaube, es ist eigentlich vorbei. Da war sie. Weil die Geiseln und so wahrscheinlich gefunden werden mit der Zeit. Ich glaube fest daran, dass die gefunden werden. Da ist die leitende Wache. Wir müssen uns spurten. Weil die jetzt sicherlich auch in die Räume und so reingehen. Aber hey. Wir müssen es weiter ausprobieren. Weil wir haben jetzt schon zu viel hier geschafft in dieser Runde. Dass ich mich jetzt hier nicht entmutigen lasse. So. Huiuiuiuiui. Dann sind wir hier drin. Wollte das zumindest mal aufgemacht haben, damit wir es auch immer aufmachen können. Und dann gehen wir hier mal an den Computer, schließen die Festplatte an, die wir im Tresor gefunden haben. Jetzt wird sie entschlüsselt. Und hier muss das Gesicht ran von dem Besitzer. Hier kommt doch auch die leitende Wache rein, oder? Ich kann es mir so gut vorstellen. Diese Tür, wenn sie die öffnen, haben wir ein immenses Problem. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es passieren wird. 60%. Wir behalten die leitende Wache im Auge. Durchsuchungsmodus ist nicht gut für uns. Aber hey, das Gute ist, dass wir hier oben die Wachen sehr entschlackt haben. Das ist wirklich was Gutes. Wir haben 3 Wachen hier oben weggenommen. Festplatte erfolgreich ausgeworfen, sehr gut. Oh, das war's schon. Wir müssen hier gar nicht zwangsläufig ran. Oh mein Gott, ich dachte, wir müssen hier ran. Noch. Oh, mit dem Gift ihn dahin locken und so weiter. Aber... Das müssen wir gar nicht. There's a God. God.
Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Also wir können noch gefunden werden, das ist das große Problem. There's a god. Mind the god. Und unsere Geiseln etc. können auch noch gefunden werden. It's a god. Ich dachte, wir können jetzt hier zurück oder hier unten eine Ablenkung auslösen. Auch da kommen wir nicht zurück. Alles klar. Okay. Wir rennen einfach. Flucht in. Haben wir es geschafft? Oh, Fotofinish würde ich sagen. Fotofinish, wir machen es von den Herausforderungen. Abhängig. Welche Herausforderung haben wir abgeschlossen? Laut und brutal. Wir haben es laut und unerbitterlich, laut und brutal, laut und geschmeidig gemacht, laut und tödlich. Das ist nicht das, was wir haben wollten. Wir müssen nochmal rein. Das war ein ekelhaftes Fotofinish. Ist das ekelhaft. Und das Problem ist, die gesamte Logik der Map wird jetzt anders sein, wenn wir nochmal neu reingehen. Denn... die ganze Map wird neu generiert. Aber wir wissen jetzt, wir brauchen gar nicht das Gift. Wir brauchen den gar nicht, um auf Overkill die Festplatte zu stehlen. Das bedeutet, wir können trotzdem unsere neuen Erkenntnisse mitnehmen in die neue Map und können jetzt auch von Anfang an ein paar Wachen vielleicht rausnehmen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Das ist vielleicht gar nicht der verkehrte Ansatz, da erstmal ein bisschen Wachen rauszunehmen und auch die Wache in den Kameras zu lassen. Denn die Kameras haben nicht wirklich ein Problem für uns dargestellt. Das sollten wir wirklich ausprobieren, das machen wir nochmal. Für euch gibt es einen kleinen Cut, bis es losgeht, aber wir machen das ganze Ding nochmal von vorne bis hinten mit unseren neuen Erkenntnissen. Und da sind wir mit den neuen Erkenntnissen, aber mit einer neu generierten Map. Wir wissen noch nicht genau, was uns hier erwartet. Aber es ist wirklich so, das würde ich ganz gerne mal herausfinden, dass wir nirgends wieder zurückkommen. Und wir droppen überall runter. Schade, eigentlich. Hier unten ist die Guard mit der Keycard. Kann man es doch eigentlich holen, oder nicht? Die Frage ist halt, ob wir die Keycard haben wollen. Aber im Großen und Ganzen können wir uns die ja holen. So. Da ist er. Wir können gerne mal versuchen, reinzurennen. Knapp, aber hat funktioniert. Den Kollegen schießen wir weg. Dich nehmen wir mit. Und dann haben wir schon mal einen ganz guten Anfang. Wie gesagt, wir spielen mit Kameras. Ich fand das eigentlich gar nicht so schädlich, dass die Kameras an waren, weil wir ja zwei hacken können. Sonst wäre das sicherlich was anderes. Und so konnten wir dann am Ende drei Leute hier oben wegnehmen. Ich fand es sogar gut, dass sie durchsucht haben am Ende. Das ist natürlich gefährlich, da müssen wir schnell sein. In dem Moment, wo sie in den Durchsuchen-Modus reingehen, dann müssen wir schnell sein, dann müssen wir schnell interagieren. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich eine sinnvolle Sache.
Ich kann mir gut vorstellen, dass hier die leitende Wache wiederkommt und sich wieder dahin stellt, dass die leitende Wache schon einen richtigen Gehweg hat. Aus diesem Grund würde ich mal ganz kurz warten, ob sie kommen wird. Wissen wir nicht, aber wir warten einmal einen Zyklus ab, um dann die leitende Wache zu hacken, falls sie wieder das Handy hat. Also bis gleich, ihr Lieben. Und da ist die leitende Wache. Wir hacken ihr Funkgerät, um das Handy zu hacken. Und dann sind wir hier an ihrem Popo dran. Sehr gut. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber wenn wir wirklich nicht unten die Flasche Whisky vergiften müssen, dann ist das ja eigentlich alles gut machbar, oder? Diese Map. Ich glaube schon. So haben wir nicht gewettet, leitende Wache. Aber es hat geklappt. Sehr gut. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hacken dürfen. Hier dürfen wir wieder hacken. Gar nicht schlecht. Der da hinten ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich hoffe, da kommen wir gleich nochmal hin. Und wir dürfen ja auch noch eine Wache töten. Also eigentlich ist alles relativ entspannt. God. Oh Gott. Das war merkwürdig, dass sie von sonst wo da hinten nochmal kam. Also dass sie hier stehen bleibt, das kennen wir bereits von ihr. Aber eigentlich ist sie hier lang gegangen und ist dann stehen geblieben. Jetzt kam sie ja von da hinten irgendwo. Das war neu. Ja, und du könntest vielleicht Wache Nummer 2 sein, die wir ausschalten, oder? Ergibst du Sinn? Ich glaube tatsächlich ja. Ach, ich hasse alles. Ich wollte die Tür schließen. Dadurch habe ich nur einmal ganz kurz auf "Ich beantworte den Funkspruch" gedrückt. Weil ich ja nur einmal kurz drücke für Tür schließen und öffnen. Und dadurch wurde das abgebrochen. Ach, das ist so blöd. Also diese Kleinigkeiten wie das jetzt oder dass wir vorhin bei der Wache hier das hacken wollten und ihn dann gepackt haben. Das ist so blöd, dass es dieselbe Taste ist. Wir starten nochmal neu. Wir starten nochmal neu. Es war doch ein ganz guter Anfang. Aber wir können jetzt nicht so weitermachen. Die Suche muss später ausgelöst werden und muss im Zusammenhang stehen mit der dritten Wache, die wir töten. Mit der dritten Wache. Ich will jetzt hier einen finalen Run mit euch machen. Und wie gesagt, da hier die ganzen Patterns anders sind als davor, werden wir das nämlich jetzt nochmal alles versuchen, nochmal gemeinsam neu zu machen. Weil ja auch der ganze Weg jetzt am Anfang anders sein wird. Aber hier fand ich es eigentlich schlau, dass wir ihn einmal das Funkgerät hacken. Ich meine, wir brauchen die Keycard nicht, aber ich bin natürlich auch ein Jäger und auch ein Sammler. Das könnte ich nicht ertragen, wenn wir hier eine Keycard nicht eingesammelt haben. So, meine Freunde. Ich kümmere mich nämlich jetzt auch. Das hat sich auf jeden Fall gleich verhalten hier. Mit der Guard und mit der Frau. Und auch, dass die leitende Wache dann da ankommt. Also so ein bisschen Stop right there. Gleich ist es schon, was ganz gut ist. Hallo! Nee, ich habe gerade rausgeschaut und es ist wirklich ein wunderschöner Ausblick. Und da habe ich mich einfach kurz vergessen. So, dich müssen wir hacken, wenn das hier klappen soll. Mit der leitenden Wache. Und für euch gibt es einen kleinen Cut, damit ihr nicht warten müsst. Da kommt sie, die leitende Wache. Hallo, mein Freund.
Du bekommst gerade einen Anruf von deiner Tochter, glaube ich. Solltest du mal rangehen. Sehr gut. Also, wir sind jetzt wieder am Hacken. Dann werden wir das da aktivieren, werden hier in die Böppels gehen, werden die zweite Wache ausschalten. Je schneller wir hier oben die Komplexität rausbekommen, desto besser wird es für uns. Also das Hauptproblem von mir ist, ich weiß nicht, wo die Wachen sind, dann wird es komplex, dann kommen sie von drei Seiten, dann drehe ich durch, dann macht mein Kopf nämlich nicht mehr mit. Und wir kriegen das auf jeden Fall hin, wenn wir hier die Komplexität ein bisschen rausnehmen. Sehr gut. So, das hacken wir, dann gehen wir hier rauf, holen wir uns den Böppel da hinten, dann töten wir die Wache. Niemand sollte es mitbekommen. Und dann haben wir schon mal zwei Wachen rausgeholt. Komplexität auf ein Minimum. Hätten noch eine Wache, die wir töten können, falls irgendwas schief laufen sollte. Da dreht er wieder um. Habt ihr es gesehen? Gemeiner Kerl. Gemeiner Kerl. Dieses Mal haben wir es komplett gesehen, wie das hier abläuft mit dem. Fies. Richtig fiese Socke da hinten. So eine richtig fiese Socke. Sehr schön. Und ihn können wir im besten Fall auch direkt so mitnehmen. Kommen wir hier nämlich raus. Dieses Mal warten wir auf den Funkspruch, bevor ich irgendwelche Türen schließe mit ihm. So, das hat funktioniert. Wenn ich die Tür nämlich schließen, schalten wir ihn hier aus und dann haben wir die zweite Wache weggenommen. Sehr schön. Gute Nacht. Sehr, sehr schön. Gute Nacht. Erinnert mich an ein Lied von Mozart. Bona Nox. So, dich hacken wir, das ist kein Problem. Dann müssen wir aber dich auch noch hacken. Weil die hier hinten noch angeblieben ist und er quasi für sein Runtime das bekommen hat. Die Komplexität hier ist ordentlich raus. Das gefällt mir, weil wir zwei Wachen getötet haben. Klar, die Kameras sind weiter ein Problem, aber das ist in Ordnung. Und wir scheinen sogar hier oben bleiben zu dürfen. Das ist auch sehr, sehr gut. Wir müssen dann nur einmal runter für die Schlüsselkarte. Aber das traue ich uns zu. Da ist noch eine Wache. Und die wollen wir noch nicht wegnehmen. Aber wir können uns das sehr einfach machen, indem wir kurz ihr Funkgerät hacken. Problematisch ist weiterhin natürlich die leitende Wache. Und der Code, den wir rausfinden könnten, aber auch ausprobieren könnten. Und wir probieren es mal aus. Vielleicht kriegen wir es ja wieder hin. Müssen nur aufpassen, dass dann die leitende Wache nicht hinter uns steht, wenn wir ausprobieren. Sehr gut. Wir gehen rein. Öffnen das so schnell es geht. Sehen 580. Wir gehen wieder mit der niedrigsten Zahl. Und die Zahl ist falsch. Okay, ich würde sagen, ich gebe euch mal einen Cut oder einen Zeitraffer. Wir machen hier mal einen Zeitraffer. Damit ihr hier nicht alle ausprobierenden Sachen euch anschauen müsst. Musik.
So, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Ganz einfach, so wie sich das Spiel das vorgestellt hat, selbstverständlich. Und wir knacken nochmal den Safe zusammen. Die leitende Wache war einmal hier drin, seitdem nicht nochmal. Ich erwarte mal, dass sie jetzt gleich wiederkommen wird. Wir wissen nicht, ob ihr Pattern durchgehend so ist, dass sie hier immer wieder reinkommt. Oder ob sie wirklich nur einmalig reinkommt. So oder so müssen wir aufpassen. Ja, sie scheint noch nicht da zu sein. Ich schnapp mir natürlich alles, was wir hier noch so auf die Hand bekommen. Selbstverständlich schnappen wir uns das noch. Und jetzt, wenn wir jetzt in die Arme laufen, dann ist es ein dickes Problem. Aber es sieht ja ganz gut aus. Okay, wir brauchen jetzt zwei Dinge. Wir brauchen die rote Schlüsselkarte. Das ist das Erste, was wir brauchen. Das Zweite, was wir brauchen, neben der roten Schlüsselkarte, ist die Entschlüsselung der Festplatte. Aber dafür ist erstmal das Allerwichtigste herauszufinden, wo denn diese blöde, leitende Wache gerade steckt. Denn wenn wir nicht wissen, wo die steckt, können wir nicht einfach runtergehen und ihr in die Arme laufen. Also können wir schon. Aber das würde dann entsprechend schlecht für uns ausgehen. Wir wissen halt echt nicht, wo sie ist. Das ist ein riesiges Problem. Jetzt einfach runtergehen ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Wir wissen ja auch, dass sie mittlerweile hier über beide Eingänge hoch und runter geht. Die kennt da nichts. Die kennt da nichts. Komm, wir müssen es ja probieren. Wenn sie uns jetzt in die Arme läuft, dann haben wir einfach Pech gehabt. Es läuft uns nicht in die Arme. Es wäre so gut zu wissen, wo sie ist. Es wäre so unfassbar gut. Aber wir wissen es einfach nicht. Hier sind Kameras, ja. Die wir durchaus hacken können. Wo ist sie denn? Die leitende Wache. Das ist wirklich merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. So, wir hacken mal die beiden. Und da haben wir unsere beiden Damen, die sich schon sehr auf uns freuen, natürlich. Wie könnte es anders sein? Auch die Kamera müssen wir hacken, die ist unser größtes Verhängnis. Aber jetzt mal ernsthaft, da ist die leitende Wache, die war gerade oben. Das heißt, sie ist jetzt hier unten unterwegs und geht gleich auch raus. Das ist nicht gut, weil wir da hinten ja ran wollen an die beiden. Und das ist in der Tat nicht gut für uns. Wir gucken mal, ob wir sie zu fassen bekommen. Hi. Jai. Hallo, mein Freund. Was machen wir denn hier für Spielchen? Du bist jetzt ein gigantisches Problem, weißt du das, mein Freund?
glaube, es ist dir nicht bewusst, was du mir hier gerade für einen Schrecken eingejagt hast. Watch the guard. So, das ist eine normale Guard, das ist nicht die leitende Wache. So, jetzt aber. Einmal kurz gucken, wo die leitende Wache ist. Da ist sie. Ah, sehr gut. Sehr gut. Weil sie und sie, die beiden sind das Problem gerade. Wenn die weg sind, dann können wir eventuell auf die Zivilisten gehen. Und dann uns die rote Keycard holen, weil die Zivilisten, die sind immer ein Problem, weil wir an denen halt vorbei müssen. Also die Wache geht weg. Die Wache geht auch weg. Allerdings ist die leitende Wache noch da draußen, und zwar da. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz ausharren, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Check the Sieve. Nee, den Sith will ich nicht. Die Guard will ich. Watch the Guard. Und dich will ich natürlich auch. Und die Guard haut jetzt dahin ab. In die Küche. It's a guard. Okay, viel Bewegung hier unten. Watch the guard. Viele Guards. Guard. Die leitende Wache ist auch noch unten. Da müssen wir natürlich ein bisschen abwarten. Aber jetzt scheint sie zu kommen. Und dann sollten wir auch gleich ein schönes Zeitfenster haben. Ja, zwei gehen hoch. There's a guard. Er ist ein Problem weiterhin. God. Und er nervt mich jetzt daher auch schon wieder. Komplett. Okay, da um die Ecke ist einer. Er ist da. Wenn ihr weg seid, dann geht es mir schon mal besser. Watch the guard. Oh, hab ich mich erschrocken? Ich hab mich wirklich erschrocken. God. Also ein bisschen Zeit haben wir mit der leitenden Wache. Die ist ja eben hochgegangen. Aber die da hinten müssen auch mal so langsam in die Puschen kommen. Unangenehm. So, die Wache geht weg, aber hier in der Ecke ist noch einer. Den haben wir ja gesehen. So leicht kriegt er uns nicht. Der muss hier noch zurück. Und dann können wir loslegen. Ich glaube, wir werden sogar die Zivilisten töten, weil es einfach schneller geht. Watch the guard. Genau, du bist jetzt das letzte Problem. Und dann gehen wir los. Ja. Look out, Massive. There's someone there. Ihr müsst runter. Ihr müsst runter. Natürlich muss die Kamera hier ganz schnell gehackt werden. Oh mein Gott. Alles gut, alles gut. Rein mit dir. Oh, mein Herz, verdammt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Komm, wir lassen sie sogar leben. Wir haben einen guten Tag heute. Oh mein Gott, ist das schrecklich alles. Wir wissen jetzt auch nicht, wo die Keycard steckt. Da steckt sie. Und da sehen wir, wie knapp das Zeitfenster war. Da ist mir schon die nächste Guard. Jetzt rausgeht und uns ein Zeitfenster gibt. Heiliger Bimbambino! Ich meine natürlich, ich bin ganz cool, was das angeht. Stop right there.
bitte nicht. Ich hasse alles. Du netter Mensch. Ich hasse alles. Nein. Für euch gibt es jetzt aber nochmal einen Cut. So, ihr Lieben, die Festplatte ist da. Wir haben die Schlüsselkarte. Und es geht zurück hier rein ins Büro unseres lieben... Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Des lieben Mannes, der hier wohnt im Penthouse. Und dann entschlüsseln wir das mal. Und da ich immer noch so ein ganz kleines bisschen Paranoia habe, so ein ganz, ganz kleines bisschen, werde ich mich hier hinter noch verstecken. Ich sage euch heute mal nicht, wie lange ich gebraucht habe für die Mission. Aber ich kann euch sagen, dass ich eigentlich 3 verschiedene Spiele aufnehmen wollte und von den anderen beiden nicht nur eine Folge. Und ich jetzt immer noch bei Payday 3 hängen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich davon ausgegangen bin, dass wir es schneller hinbekommen. Irgendwie hing ich hier echt fest in der Map und ich weiß gar nicht so richtig warum, denn so super schwer ist die gar nicht. So super schwer ist die gar nicht. Wahre Kenner ist deutlich schwerer. Aber irgendwie habe ich hier ja nicht so richtig den Zugang gefunden. Ist aber gar kein Problem, denn wir haben es ja jetzt geschafft. Hoffentlich. Hoffentlich haben wir es gleich geschafft. Komm schon, die Festplatte ist jetzt entschlüsselt. Und jetzt wollen wir zurück. Wir wissen nicht, wo die leitende Wache ist. Doch, wissen wir. Da ist sie. Das ist sehr gut für uns. Denn darauf aufbauend können wir gleich zurücklaufen. Das ist wirklich gut für uns. Und hier läuft ja noch eine andere Guard rum, denn wir haben erst 2 Guards getötet. Wir sind ja auch gar nicht in den Durchsuchen-Modus reingekommen. So, mein Freund. Sehr schön. Hier muss man aufpassen, hier steht auch manchmal eine Guard. Was ich sehr frech finde. Wichtig ist, dass wir hier diese Kamera hacken. Und im besten Fall auch diese Kamera hier. Und wir haben hier drüben gleich auch noch eine Kamera. Bitte nicht. Ah, jetzt geht die Wache dahin. Ist nicht die richtige Wache. Wir könnten die aber auch töten. Wir könnten die aber auch töten, denn dann kommt ja erst der Durchsuchungsbefehl. Könnten wir durchaus machen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich gehe aber lieber hier hin, weil hier bin ich sicher und kann nicht von anderen Seiten geholt werden. Das ist mir relativ wichtig, dass wir nicht von anderen Seiten geholt werden. Ja, schwierige Angelegenheit hier. Wir müssen jetzt auch den Rest noch in trockene Tücher bringen. Und dazu gehört sicherlich auch die Kamera hier auf unsere Seite zu holen. Ach, ist die immer hier? So, dann laufen wir hier hin, sichern die Festplatte und wir fliehen. Wir kommen da nicht mehr in den Durchsuchenbereich rein. Sehr schön. Das war's, ihr Lieben. Selbst wenn hier das Ganze noch durchgegangen wäre mit dem Funkspruch, wären wir nur im Durchsuchenbereich gewesen. Wir haben es geschafft, hoch hinaus, leise und
brutal durchzuspielen. Wir haben es heute einerseits laut und brutal durchgespielt, also unerbitterlich ist, glaube ich, Overkill, oder? Nee, das ist sehr schwer. Hier, leise und tödlich. Und laut und tödlich haben wir auch abgeschlossen. Overkill, einmal laut und einmal leise. In einem Video. Und für mich waren es wieder ein paar Stunden. Es hat aber trotzdem sehr viel Spaß gebracht. Damit, ihr Lieben, haben wir alle Maps einmal auf Overkill gestealthed. Außer eine Map, die man nicht leise spielen kann. Das ist hier drüben ungeplante Umleitung, die kann man nicht leise spielen. Aber alle, die wir hier leise spielen können, das sind hier alle, haben wir leise gespielt. Sowohl normal als auch auf der allerhöchsten Schwierigkeit Overkill. Lasst aber trotzdem gern noch ein Abo da, denn es werden ja noch weitere Missionen dazukommen. Es kommen noch DLCs dazu. Es kommen noch weitere Waffen, Features und Updates hinzu und ihr werdet hier auf dem Laufenden gehalten und wir werden das auch spielen. Lasst mir unbedingt gerne ein Abo da, es würde mich riesig freuen. Gebt diesem Video ein Like und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns vielleicht auch bei einem anderen Projekt nochmal wiedersehen. Und checkt ganz schnell unten meinen Twitch-Account aus, da sind wir auch manchmal live. Bis dann, ihr Lieben.